bald ist es soweit. Es geht ab mit unserer neuen Single The Age of Love. Yeah. Hey, zum dritten Mal sind Sie bei uns im Studio. Scooter. Hallo, Jasmin. Ihr werdet uns nicht los. Schön, gut. Ja, du, echt. Ja, da gehe ich sogar schon und ich werde euch einfach nicht los. Wir sind alle ziemlich brav. Wir waren alle verreist. Ja. Wo wart ihr? Könnt ihr das mal sagen, wo ihr wart? Also, ich war auf Ibiza. War sehr schön, super Wetter. Fand ich auch. Tolle Leute, gute Musik. Ja. Das war auch so ein Grund, dass man wieder neue Inspirationen kriegt. Das ist immer ganz hilfreich, auch fürs Studio später. Das heißt, du warst echt so in Plattenläden, hast dir was angehört, was da so angesagt ist? Ja, und auch halt nachts ab und zu mal unterwegs, zum Beispiel da im Space. Das ist ja dieser Club, der erst morgens um 7 aufmacht. Mein Lieblingsclub. War sehr gut. Ja. Sven Veth hat aufgelegt vom Feinsten. Ich habe gehört, du hast sogar deine Haare gefärbt, bevor du in den Urlaub gefahren bist. Stimmt das? Also das war am ersten Urlaubstag. Da dachte ich, na, färbst du die Haare mal braun. Das ist vielleicht dann stressfreier, wenn man so glücklich war. Nee, ich auch nicht. Ich war auch dann so geschockt. Ich habe es nach 3 Stunden wieder blondiert. Das konnte man nicht. Leider nicht. Nee, ich hoffe, da existieren Fotos, weil das ist, denke ich mal, die einmalige Chance in den nächsten 10 Jahren, das einmal gesehen zu haben. 3 denkwürdige Stunden. Das denke ich auch. Wo warst du denn? Du hast ja was ganz Besonderes gemacht. Ich habe einen Abstecher nach Hawaii gemacht. Ja, einen ganz kurzen Abstecher mal. Wir waren erst kurz auf Big Island ein paar Tage. Mhm. Meine Freundin, Frau jetzt mittlerweile, hatte, also egal, Nicole hat ein bisschen mit Delfinen geschwommen. Und danach waren wir 4, 5 Tage auf Kauai, da wird Jurassic Park gedreht, das ist eine tierische Insel, das hat unheimlich Spaß gemacht. Aber ihr habt dann nichts mehr mitbekommen oder da war, also hat man da von Jurassic Park gesprochen oder? Also man hat da irgendwie, ja, so, es gab so ein paar Informationen über die Insel, wo es drin stand, aber also einfach wenn man da war, sah man, also auch die Natur ist da ein echter Hammer. Mhm. Das heißt, du wirst dir auf jeden Fall diesen Film auch anschauen? Ich gehe mal davon aus, ja. Du hast gerade gesagt, deine Frau, das heißt, das waren die Flitterwochen von euch. Mhm. Wir haben geheiratet. Mhm. Ihr habt geheiratet. Was sagt ihr dazu, Jungs? Ja, was soll man machen? Ja, wir gratuliert haben wir jetzt auch genug. Wilde Cookie-Leben ist jetzt vorbei, Ricky. Rick ist die Testperson. Wir warten dann ab, was passiert. Wie hast du denn den Heiratsantrag gemacht, denn Nicole? Also wie? Ach, das war vom, das ist vom Jahr. Wir saßen so abends beim McDonald's. Bei unserem Stammgriechen beim Gläschen Wein. Und dann kam so die Idee. Und dann ist Nick, meine jetzige Frau, fast vom Sitz gefallen. Aber hat es dann doch recht mit Fassung aufgenommen und wollte aber auch gleich. Also du sagst es gerade so locker, ja, Flitterwochen und Urlaub, Hawaii, wir sind so ein bisschen rumgetingelt. Was kann man sich unter Flitterwochen vorstellen? Was macht man denn dann? Hat man im Kopf, wir haben jetzt Flitterwochen und wir müssen jetzt nur im Bett liegen die ganze Zeit? Oder was macht man da? Nee, also die Flitterwochen sind eigentlich, wenn man so will, wie ein ganz normaler Urlaub. Und dass man sich natürlich Mühe gibt beim Urlaubsziel und man will natürlich alles ganz toll haben und ganz klasse und das war's auch. Hast du Fotos mitgebracht? Hast du schon was entwickelt oder so? Ja, jetzt, okay, nicht für eine Hochzeit, aber so ein bisschen aus dem Urlaub. Das ist jetzt so ein Blick auf die Hotelanlage. Das, also wie gesagt, die Natur ist dann ein echter Knaller. Absolut. Und man auch da wieder deutlich sieht. Ja, und das ist jetzt deine Frau. Geckos gibt's da auch und auch meine Frau dazu. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Das ist ein Nicole, genau. Das ist auf ihrer Hand, das ist so ein Mini-Gecko. Die waren ganz zutraulich. Die sind ja echt sehr klein. Hoffentlich könnt ihr das sehen. Die sind wirklich sehr, 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 sehr klein. Wo warst du denn, Ferris? Du warst doch auch im Urlaub. Ach, so spektakulär war es bei mir nicht. Ich war mit 2 Freunden auf Mallorca. Ja. Halt auch nicht so in der Party-Ecke unbedingt, sondern wir sind dann immer geflüchtet. Wir hatten so einen schönen Jeep und sind dann über die Insel geheizt und dann immer in so abgelegene Ecken, wo nur Einheimische waren. Jungs, ihr habt was Neues rausgebracht. Ja, genau. Wie heißt es? Und beschreibt es mal. Also, ist es ein neuer Musikstil für euch? Habt ihr eine ganz andere Richtung eingeschlagen? Beschreibt es mal. Nee, also der Titel heißt The Age of Love. Aha. Das Video steht da irgendwie so ein bisschen im Gegensatz, das sind mit Kampfszenen und so weiter, aber wir sind halt so die positiven, die guten Ritter, die einen Planeten befreien, der von der bösen Schlangenfrau beherrscht wird. Also die schaltet das Sonnenlicht ab und dann kommen wir in geheimer Mission. Schalten Sie wieder an. Wir haben einen Sonnenstich wahrscheinlich abbekommen irgendwie. Musikalisch ist es eigentlich, es ist für uns wieder was Neues, jetzt nachdem wir Fire und Rebel Yell nun eher ein bisschen rockiger hatten, ist es jetzt wieder ein bisschen, ich will nicht sagen tranziger, aber vielleicht ein bisschen ruhiger. Aber es ist, denke ich mal, klar zu erkennen. Und wie lange habt ihr für The Age of Love im Studio gesessen? Man überlegt ja dann immer, wie lange sitzt man denn da eigentlich an so einem Stück? Hier, unser Studioexperte. Ich glaube, bei dem Stück ging ziemlich ruckzuck. Ferris kam mit der Basisidee an und dann waren wir, glaube ich, innerhalb von einer Woche oder so waren wir fertig mit dem Stück. Was heißt Basisidee?
Das war diese Hook-Melodie. Die Hook-Melodie und so ein paar Grooves und so ein, einfach eine Idee auch davon, wie das Stück nachher, ja, nachher wirken soll. Und da, darauf fängt man an, davon lässt man sich dann weiter inspirieren. Ja. Und dann irgendwann geht es dann zu dritt los und ja. Gut, das waren erstmal Scooter im Talk. Gleich haben wir von euch The Age of Love. Dann reden wir auch über eure Tour, die im Herbst starten wird. Genau. Ganz wichtig, Scooter auf Tour. Über das alles kommt, bekommt ihr jetzt erstmal euren coolen Müll. Hier sind jetzt für euch Scooter mit ihrer allerneuesten Single The Age of Love. Viel Spaß. Yes! Rough, bad on the case. I wanna hit your face. Music, that's the law. We gonna rock the place. We started right, so posse hold on tight now. That's the score, so can you see the light? Yeah! Turn it up! Yeah! Come on, we started right, so posse hold on tight now. That's the score, so can you see the light? The Age of Love. Age of Love.